Podfight. Wir leben Wrestling. WWE-Legende verstorben. Dell Wilkes, besser bekannt unter seinem Ringnamen The Patriot, ist verstorben. Das hat seine Familie auf Facebook bekannt gegeben. Demnach sei der ehemalige WWF-Superstar, der insbesondere durch seine Fehde gegen Bret Hart Bekanntheit erlangt hat, am gestrigen Donnerstag einem Herzinfarkt erlegen. Er wurde 59 Jahre alt. Shaq vor Rückkehr zu AEW. Shaquille O'Neal könnte kurz vor einer Rückkehr zu All Elite Wrestling stehen, das vermeldet Ringside News. So hat die NBA-Legende in einem Interview mit popculture.com gesagt, dass es schon sehr bald zu einem Aufeinandertreffen mit Paul White kommen werde und auch Tony Khan soll von der Idee überzeugt sein. Es wird erwartet, dass AEW die Paarung noch in diesem Jahr präsentieren wird. WWE verpflichtet Stardom Star. Während der vergangenen Ausgabe von NXT UK hat Bea Priestley in Form eines Promo-Videos ihr Debüt für den Marktführer gefeiert. Priestley, die in der Vergangenheit unter anderem für Stardom und All Elite Wrestling in den Ring gestiegen ist, wird zukünftig unter dem Namen Blair Davenport auftreten. AEW-Star verletzt. Rebel hat sich in der vergangenen Dynamite-Ausgabe eine Verletzung zugezogen, das berichtet Fightful.com. Demnach habe sie sich in ihrem Match gegen Nyla Rose und Vicky Guerrero die Kniescheibe ausgerenkt. Es wird erwartet, dass Rebel für mindestens 6 Wochen ausfallen wird.